Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Impuls von 24 Mal Weihnachten neu erleben. Die Idee von Weihnachten neu erleben ist, entdecken, dass hinter Weihnachten viel mehr steckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Und dass Weihnachten selbst ein riesengroßes Geschenk ist. Wir wünschen euch, dass ihr durch diese Gedanken inspiriert und beschenkt werdet. Heute lese ich den Impuls vom 17. Dezember. Advent, der Wendepunkt. Viele Jahre nach dem ersten Weihnachten befinden wir uns heute im Jahre 2021 nach Christus. Die heilige Nacht vor über 2000 Jahren markiert den Beginn einer komplett neuen Zeitrechnung. Die Geschichte der Menschheit teilt sich seitdem in die Zeit vor Weihnachten und nach Weihnachten. Weihnachten ist der Wendepunkt der Zeit. Und Weihnachten kann auch zum persönlichen Wendepunkt werden. Weihnachten ist die große Chance, unser Leben wieder neu auszurichten und eine göttliche Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ein Leben nach göttlichen Vorstellungen bedeutet eine komplette Richtungsänderung. Ein Setzen neuer Ziele? Bitte nicht. Denkst du jetzt vielleicht, das klingt nach Neujahrsvorsätzen? Mehr Sport, gesundes Essen, weniger Zeit auf sozialen Medien. Wir strengen uns, zumindest für die ersten 3 Wochen im Januar an, die beste Version von uns selbst zu sein. Und sind dann im Februar ernüchtert, wenn wir alles wieder beim Alten vorfinden. Um wahre Veränderung zu erleben, benötigen wir also noch etwas anderes. Wir brauchen dringend eine neue Sicht auf Weihnachten und auf uns selbst. Wenn wir erkennen, dass sich in diesem Christuskind die grenzenlose Liebe Gottes zu uns Menschen zeigt, und wenn wir erkennen, wie Gott uns wirklich sieht, dann können wir uns in dieser Liebe wie in einem Spiegel selbst erkennen. Diese neue Sicht auf uns selbst führt oft auch zu der Einsicht, dass wir nicht immer auf dem richtigen Weg waren, in die richtige Richtung gelaufen sind. Die Einsicht, dass wir immer wieder Fehler machen und schlechte Entscheidungen treffen. Letztlich stellen wir fest, dass wir, so wie wir sind, einfach nicht ausreichen. Einsicht ist der erste wichtige Schritt vor dem Wendepunkt. Aber Einsicht tut auch weh. Wenn wir an diesen Punkt kommen, schämen wir uns oft und fühlen uns elend. Ein guter Mensch sein, das funktioniert nicht. Zumindest nicht, wenn wir damit versuchen, Gott zu beeindrucken oder unser Leben selbst grundlegend umzugestalten. Nein, wahre Veränderung entsteht aus der einfachen Erkenntnis heraus, dass Gott seit Anbeginn der Zeit für uns da ist. Und dass dieses für uns Sein in Weihnachten zum Ausdruck kommt. Im Angesicht dieser bedingungslosen Liebe Gottes können wir unser Bedauern überall unseren falschen Entscheidungen vor Gott zum Ausdruck bringen. Und das ohne Scham. Wir können unseren Egoismus, die falsch gesetzten Prioritäten erkennen. Und wir dürfen die eigenen Fehler eingestehen und sagen, dass es uns leid tut. Die gute Nachricht ist diese. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. 1. Johannes, Vers 1 und 9. Das hört sich möglicherweise ungewöhnlich an, aber Veränderung beginnt mit dem einfachen Bekenntnis unserer eigenen Unzulänglichkeit, eben der Sünde. Und das Schöne daran, du darfst darauf vertrauen, dass Gott vergibt. Nutze den Moment, wenn du heute diese Zeilen liest, für ein einfaches, persönliches Gebet. Ich wünsche euch heute einen schönen Adventstag.